Heute geht's weiter mit Teil 2 meiner größten Stylingfehler. Falls du den ersten Teil zu meinen größten Stylingfehlern noch nicht gesehen hast, dann check den auf jeden Fall mal aus. Ich verlinke den hier oben in den Infocards. Jetzt geht's weiter mit Teil 2 meiner größten Stylingfehler und es wird wieder ganz schön interessant. Leute, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich weiß nicht, warum man das damals gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber man hat immer irgendwelche komischen Fingergestiken gemacht bei Fotos und hat gedacht, das ist super cool. Muss nicht sein, ja? Man kann auch einfach seine Hände entweder zum Beispiel in die Hosentasche stecken oder einfach hängen lassen oder einfach eine andere Pose wählen, die vielleicht ein bisschen komfortabler ist. Aber man hat immer irgendwelche komischen Fingergestiken gemacht, die teilweise echt daneben waren und man sich heute wirklich fragt, was zur Hölle hast du damals mit deinen Fingern da gemacht? Stylingfehler Nummer 2, Gelhaare, wirklich richtig heftige Gelhaare, dass man sogar die Haare, dass sie sogar richtig so spitz zulaufen, also richtig harte Gelfrisuren. Würde ich niemals nochmal machen in dieser Form und ich glaube, das wird auch niemals wiederkommen. Also manche Trends kommen und gehen ja, aber dieser Trend wird definitiv nicht wiederkommen, denn Gel hat einfach grundsätzlich irgendwie nur Nachteile mit sich gezogen. Gelfrisuren waren damals auch echt in, jeder hat irgendwie Gelfrisuren getragen, man hat sich wirklich tonnenweise Gel ins Haar reingeklatscht, aber das sah teilweise gar nicht gut aus. Aber es war damals halt so. Es war halt damals so, ja. Ich glaube, da fühlen sich auch wahrscheinlich jetzt viele Leute angesprochen, die es vielleicht damals ähnlich gemacht haben. Wenn du noch auf der Suche bist, ja, und vielleicht immer noch Gel benutzt, meine Empfehlung, such dir lieber zum Beispiel eine Defining Cream, die vielleicht dein Haar auch noch pflegt. Aber bitte mach dir nicht solche heftigen, harten Gelfrisuren, denn das ist wirklich ein großer Fehler. Nicht nur als Stylingfehler, sondern auch für deine Haare sehen dadurch einfach schlechter aus. Von daher würde ich dir definitiv empfehlen, andere Stylingprodukte zu wählen als ein Gel. Du hast viel, viel bessere Alternativen als ein Gel, wie zum Beispiel eine Creme, eine Paste, eine Pomade, ein Wachs, ein Puder. Du hast wirklich unzählige verschiedene Möglichkeiten und besser wählst du sowas. So sehen deine Haare natürlich auch am Ende des Tages wesentlich natürlicher aus bei einem Gel. Also falls du immer noch Gel verwendest, schau unten in die Infobox rein. Ich verlinke dir da ein paar Alternativen. Na? Fällt euch auf dem Foto schon was auf, worauf ich hinaus will? Nee, noch nicht ganz. Schaut mal ganz genau hin. Schaut mal auf meine Hose. Ja, Leute, ich meine die Gürtelschnalle. Man hat irgendwie immer seine Gürtelschnalle raushängen lassen. Ich weiß gar nicht, warum man das gemacht hat, aber oder ob das nur ich war. Nein, es war nicht nur ich, das waren auch andere definitiv. Man hat irgendwie immer seinen Gürtel gezeigt. Man hat teilweise sogar sein Oberteil nur vorne reingesteckt. Hauptsache, man hat die Gürtelschnalle gesehen. Gott sei Dank, ich bin froh, dass es bei mir nicht so war, dass ich irgendwelche fetten Markengürtel irgendwie anhatte und dann meine Markengürtel gezeigt habe. Schlimm genug, dass man grundsätzlich irgendwie seinen Gürtel immer hat durchblitzen lassen. Gerade hier wird das nochmal deutlich. Cargo-Shorts, weiße Sneaker und Hauptsache so einen richtig fetten Gürtel, den man auf jeden Fall mega prominent sieht. Leute, das muss nicht sein. Vierter Stylingfehler. Alle Farben durcheinander getragen, beziehungsweise irgendwelche Farben getragen, von denen ich noch nicht mal wusste, ob die mir stehen oder nicht. Das ist natürlich auch so ein Problem, wenn man keine Ahnung von irgendwas hat, dann macht man einfach irgendwas. Ja? Und das habe ich damals auch gemacht und habe dann einfach irgendwelche Klamotten getragen, von denen ich ausgegangen bin, dass sie mir stehen. Aber man sollte sich einfach mal vorher darüber Gedanken machen, okay, welche Farbe passt denn zu einem? Was für ein Hauttyp hat man und welche Farbe steht einem und welche Farbe steht einem eher nicht? Das hat mir damals komplett gefehlt und umso mehr man sich mit einer Materie beschäftigt, umso besser wird man natürlich auch in etwas. Und wie ihr sehen könnt, Leute, ich hatte damals auch gar keine Ahnung von Stil, gar keine Ahnung von Kleidung, wusste auch nicht, welche Kleidung mir steht. Von daher kann ich auch nur jedem empfehlen, beschäftigt euch einfach ein bisschen mehr damit, ja, und schaut euch einfach so ein paar grundlegende Guidelines an, damit ihr wisst, was man vielleicht eher nicht machen sollte, damit man einfach weniger Fehler macht. Check dazu auch auf jeden Fall den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und mit dem Gutscheincode DanielKorten20 bekommt ihr 20% Rabatt auf dieses E-Book. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Nächster Stylingfehler. Nach zu großer Kleidung kommt jetzt zu enge Kleidung und zu kurze Kleidung. Ich habe da mal ein paar Exemplare rausgesucht. Das ist allerdings keine 10 Jahre her, sondern ich glaube so ungefähr so 7 Jahre her. Und zwar zu kurze und zu enge Jeans. Also da habe ich vielleicht auch ein bisschen daneben gegriffen. Man sieht vielleicht schon, ich habe mich da so schon ein bisschen weiterentwickelt, aber die Jeans waren einfach ein bisschen zu eng, gerade auch aus dem Grund, weil ich halt sehr muskuläre Beine habe, aufgrund dessen, weil ich halt lange Fußball gespielt habe und wenn man dann natürlich enge Jeans auswählt, das sieht dann vielleicht nicht ganz so optimal aus. Also das war auf jeden Fall auch einer meiner Stylingfehler, den ich heute nicht wieder so machen will. Leute, das tut jetzt weh. Das tut tatsächlich weh. Der nächste Stylingfehler ist ein absolutes No-Go. Ich weiß nicht, ob er euch direkt auffällt, aber ja, ich beug mich ein Stück nach vorne und was sieht man hinten? Ha. Ja, meine Unterwäsche. Doof.
Ja, hat auch lange gedauert, bis ich so ein Bild gefunden habe. Aber ich habe nicht nur das Bild gefunden, sondern ich habe auch noch ein zweites Bild dazu gefunden, wo man die Unterwäsche sieht. Und da prallen so viele Styling-Fehler aufeinander, dass ich das exemplarisch nochmal an dieser Stelle hervorheben möchte. Fangen wir unten an, Leute. Über die Schuhe will ich gar nicht sprechen, aber starten wir mit der Hose. Die Hose ist viel zu lang. Und die Hose ist auch viel zu breit. Sieht so aus, als ob ich extrem massive Oberschenkel habe. Ja, ich habe muskuläre Beine, aber meine Oberschenkel sind eher dünn als muskulär. Die Hose passt auch grundsätzlich am Bund nicht. Das sieht man an der Bundfalte, gerade beim Hosenstall, da fällt die Hose so ein bisschen zusammen. Das passt absolut gar nicht. Dann, man sieht die Gürtelschnalle, ja? Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, Leute, wir sind gerade beim Punkt Unterwäsche. Man sieht meine Unterwäsche. Ja, das tut weh, aber es geht weiter. Nicht nur das, sondern das Hemd ist auch von unten nicht vernünftig zugeknöpft. Was ja gar nicht so schlimm ist, aber Leute, schaut euch mal die Ärmel an, wie ich die Ärmel aufgekrempelt habe. Ja, das geht auch besser. Zudem habe ich auch mein Hemd viel zu weit aufgeknöpft. Heißt, ich habe einen viel zu tiefen Ausschnitt. Und ich trage auch noch so einen komischen Schal. In diesem Bild prallen wirklich so viele Styling-Fehler aufeinander, dass ich das einfach nochmal hier hervorheben musste. Und Leute, ich muss sagen, ich hätte mir damals gewünscht, dass mich irgendjemand damals darauf aufmerksam gemacht hätte. Hat es nicht. Ich habe die Styling-Fehler begangen, aber es ist auch eine lustige Zeitreise, einfach nochmal zurückzugehen und zu schauen, was man damals anhatte vor 10 Jahren, was man da so getragen hat und natürlich auch die Fehler, die man halt damals gemacht hat. Ist echt eine witzige Zeitreise, also ich kann es auch nur jedem empfehlen. Macht das einfach mal, ja. Geht mal in eure Festplatte rein oder in euer altes Handy und schaut mal, was ihr damals so getragen habt. Ich glaube, wenn man jetzt 10 Jahre weiterdenkt und dann wieder 10 Jahre zurückschaut und sieht, was man heutzutage anhat, dann wird es auch wieder interessant. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr lustige und interessante Zeitreise, die auch wirklich interessante Erinnerungen hervorruft. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem heutigen Video vor einigen Styling-Fehlern bewahren. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, ihr werdet es besser machen als ich damals.